So, weiter geht's. Noch eine Mission für mich. Den sechsten Stern. Befreien den Kettenhund. Okay. Stern Nummer 6. Haben wir heute schon hier 6 Sterne auf einmal gesammelt. So kommt man doch dem Ziel der 20 Sterne näher. Den Kettenhund müssen wir befreien. Aua. Ich hoffe, das wird uns nicht zu viele Game Overs kosten. Aua. Muss man erstmal einen Sprung üben. Genau den Sprung hier. Stampfsprung. Ja, vielleicht ein paar Münzen. Münzen wären jetzt nicht schlecht, die könnte ich gebrauchen. Hier waren hier unten. Hier gibt es Münzen. Sehr gut. Versuchen wir es nochmal. Stampfattacke. Ich sehe ihn nicht. Knappe Sache hier. Wie ist denn die Kamera hier eingestellt? Was ist denn hier los? Die Kamera folgt mir nicht. Ah, sehr gut. Ich kann mal den irgendwie hier hinlocken. Ja, das mit der Kamera, das ist noch so ein bisschen eine Sache. Eine Kamerasteuerung. Wie soll ich das denn hier schaffen, wenn ich hier die Kamerasteuerung nicht hinkriege? Verdammt. Okay, einmal habe ich es schon geschafft. Einmal habe ich drauf gesprungen. Ja. Früh übt sich, wenn man Meister werden will. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Außer Mario, der ist schon öfters vom Himmel gefallen. Der ist doch irgendwie ein Meister. Ich glaube, ich stelle mich aber auf jeden Fall besser an als in meinem DS-Let's Play. Ich glaube hier, da ich ein bisschen was bin, vernachlässigt hier. Will schon sagen, dass ich das hier auf jeden Fall besser mache. Besser ist noch nicht gut, aber verdammt. Besser ist noch lange nicht gut, aber verdammt daneben. Wie soll denn das was werden? Na komm hier. Okay, einmal haben wir schon. Ja, ein bisschen mehr müssen wir schaffen. Dreimal müssen wir drauf springen. Glaube ich. Meine ich zu wissen. Jo. Die Blöcke könnten wir auch nochmal zerstören. Da sind noch Münzen drin, aber ja, vielleicht ist eine der Blöcke doch was drin. Weil da hinten habe ich noch irgendwas gesehen. Hinten habe ich noch Blöcke gesehen, die man zerstören könnte. Na komm. Mario. Ich hätte auch gedacht, wenn wir es nicht hinkriegen würden. Knapp dabei. Knapp vorbei ist auch daneben. Verdammt. Das schaffen wir nie. Erstmal genau treffen hier. Das ist der Punkt mit den 3D-Adventures. Und hier genau. Ich habe es glaube ich schon öfters gesagt. Schande. Was ist jetzt passiert? Ach so. Ach shit. Na komm. Das haben wir doch schon besser gemacht. Bei der Aufgabe habe ich mich schon besser angestellt. Bei unseren 6. Stern lohnen wir uns hier noch. 7 Sterne gibt es hier, glaube ich, in diesem Parcours. Wenn mich alles täuscht. Und da sind es nur 6. 7 klingt logisch. Ich war doch schon oben drauf. Und jetzt sehe ich hier nichts mehr. Ist auch tragisch hier. Und nichts mehr sieht. Sehr gut. Verdammt. Jetzt hol die Münzen. Zum Beispiel die hier. Na toll. Kumba getroffen.
Ich stelle mich auch manchmal ein bisschen an. Na komm, dreimal müssen wir. Ich war fast zu warten. Na komm. Verdammt. Na jetzt. Sehr gut. Abhauen, 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 abhauen. Okay, das kriegen wir hin. Münzen sammeln, Münzen sammeln. Rote Münze. Rote Münze. Ein paar gelbe Münzen könnte ich noch gebrauchen. Da waren noch hier welche im Feld. Jetzt kommen hier die wieder diese. Da hinten. Jetzt kommen wieder diese Metallkugeln. Oh, hier. Leben. Leben des Todes. Kein Leben des Todes. Na komm. So, hier noch ein Treffer hier. Einmal drauf. Das war wohl daneben. Sehr gut. Ich sehe nichts, aber ich habe es wohl geschafft. Sehr toll. Hat den Stern befreit. Unser sechster Stern. Ein Abenteuer. Yahoo. Befreien den Kettenhund. Speichern und weiter. Haben wir alles geschafft. Haben wir 6 Sterne freigeschaltet. Ja gut, dann können wir hier noch Münzen sammeln. Die 100 Münzen kann man hier noch sammeln, aber ja. Vielleicht können wir noch mal den König Bob Omb Rematch machen. Können wir den nochmal hier besiegen? Oder nicht? Wartet der jetzt auf der Spitze? Ich werde auf jeden Fall hier nochmal zur Spitze rennen. Wenn nicht, dann muss ich den Kurs hier wohl verlassen. Oder mir noch eine. Fliege ich nochmal zur Insel und hole mir jetzt den Stern, den wir schon haben. Na, kurz nach oben gehen. Ich glaube, wenn ich das nochmal erneut rausholen würde, ich dann nochmal sagen würde, Mission 1 nochmal, dann würde es gehen. Oder können wir den jetzt erneut herausfordern? Verdammt, auf schon. So, hier rein, bevor die Kugel rauskommt. Schauen wir mal nach. Oh, tatsächlich. Er ist zu Hause. Ich bin König Bob Omb, herrsche über alle Bomben und Gebiete der Explosion. Wer gibt dir das Recht, diese Burg zu betreten und diese königliche Natur zu beschmutzen? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Dann besiegen wir ihn nochmal. Rematch. Diesmal geht es vielleicht ein bisschen besser. Komm mal ein bisschen besser damit zurecht. Und komm hier mal ein bisschen mehr in die Mitte. Controller zum Laden gelegt. Oh Mann. Sind wir wieder unten. Ja. So sieht's aus mit dem Rematch. Müssen wir hier nochmal bis nach oben kommen. Ist ja nicht weit. Wir sind ja schon auf der Hälfte gewesen. So. Ich komme. König Bob Omb. Noch ein finaler Kampf, bevor wir mit dem Kurs abschließen. So, sehr gut. Ich greife dich und werf dich. Heftsprung. Genau. Hechtsprung. So. Zack. Na komm. Und ein zweites Mal. Und das dritte Mal. Nein, andersrum. andersrum. Verdammt. Nicht Bob Omb den Mario werfen, sondern Mario den Bob Omb.
Also nochmal, von wegen stelle ich mich besser an. Hui. Geh hinein. So. Here we go again. An der guten Dinge sind es drei. Na komm. Jetzt vielleicht. Ja, nicht im Laufen darf ich das nicht drücken. Nicht im Laufen die Greif das drücke. Dann haben wir sowas hier. Nein! Verdammt! Hier geblieben, Mario. Na komm. Und werf den Käse. Ha, lass dich nicht werfen. Sehr gut. Und na komm, ein drittes Mal. Und kaputt bist du. Wie? Du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ich gebe dir diesen Stern, um dir Demut zu beweisen. Trage ihn mit Stolz. Wenn du mich wiedersehen willst, wähle den ersten Stern des Kursmenüs aus. Das haben wir gerade gemacht. Das war ein freudiges Wiedersehen. Na, dann haben wir den Kurs hier abgeschlossen. Erfolgreich. König Bob Oms, Bombenberg, abgeschlossen. Kurs 1 geschafft. Na dann, ich mache eine kleine Aufnahmepause an dieser Stelle, wie versprochen. Wir sehen uns im nächsten Part, in der nächsten Aufnahme wieder. Dann geht's hier weiter mit der nächsten Map, mit dem nächsten Kurs. Ja, bis dahin, bis gleich oder bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Ich habe euch im letzten Part, in der letzten Aufnahme ein bisschen Blödsinn erzählt. Es sind natürlich 120 Sterne, die man hier sammeln muss. Und nicht 20, wie ich in den letzten zwei Parts und in diesem Part schon erzählt habe. Es ist, naja. Und hier fehlt noch ein Stern, hier sind wir natürlich noch nicht fertig. Hier müssen wir noch 100 Münzen sammeln. Das habe ich am Ende des letzten Parts schon angedeutet. Und dann nehmen wir doch dann mal das hier. So, wir müssen natürlich hier noch 100 Münzen sammeln, damit wir hier den nächsten Stern noch freischalten können. Und es sind 120. 20, das habe ich mir nach der Aufnahme gedacht. Was hast du da erzählt? 120, das kommt doch... Nee, ich habe 20 erzählt. 20 Münzen, das kommt... 20 Sterne, das kommt rein rechnerisch schon mal nicht hin. Weil wir haben jetzt hier 7 im ersten Parcours. Im ersten Parcours haben wir schon 7 Sterne gesammelt. Jetzt hier mit den... Mit den goldenen Münzen jetzt hier... Mit den 100 Münzen sammeln hier. Da haben wir 7 Sterne schon im ersten Map. Dann müssten es ja nur... 2, 3, also 7, 14, 21, müssen es eigentlich 2 oder 3 Maps sein. Und das weiß ich, dass das nicht so ist. Das ist noch einiges folgt. Da haben wir ja 3 Ebenen. Dann gehen wir nochmal runter in den Keller und dann gehen wir nochmal hoch ins Obergeschoss und so weiter. Es ist, ja, die 20 kam schon rein, logisch nicht hin. Koopa. Koopa töten. Wo rennt der denn hin? Ich glaube, der bringt auch noch Geld. Bringt einiges an Geld, der Koopa. Wenn wir den getötet kriegen. Also ein Koopa bringt natürlich eine Münze. Die roten kann man auch noch mitziehen, die roten Münzen. Und irgendwie gibt es hier noch blaue Münzen, wenn ich das richtig habe. Jetzt müssen wir uns hier nicht um jede einzelne Münze kloppen. Wo ist der Koopa hin? Naja. Sammle mal die roten Münzen ein. Das kann auch nicht schaden.
glaube, die Bob-Oms zu verteilen, die verteilen auch ein bisschen Münzen, ja. Eine Münze pro Gegner, die ich jetzt natürlich nicht eingesammelt habe. Mist. So. Und wenn wir da oben durch die Münzenringe durchfliegen, haben wir auch wieder einiges. Ja, die 100 Münzen kann man hier relativ leicht noch zusammenkriegen. Oh, ich habe es überlebt. Okay, hier die Münzfelder, hier können wir nochmal gucken. Hier haben wir auch noch die Klötze, die wir reinstampfen können. So sieht's aus. Einmal die Gumbas hier erledigen. Und dann komm. Mach die Gumba Platz. So. Jetzt können wir hier diese, das was wir schon beim Kettenhund gemacht haben, hier einmal die Klötze in den Boden stampfen. Das bringt dann noch ein bisschen Münzgeld. Becky spielt Animal Crossing New Horizons. Nicht im Stream oder was? Was, das bringt keine Münzen hier? Was? Skandalös. Blick ich schon wieder live? Gibt's doch nicht. So. So, hier mal. Na komm. Vielleicht kriegen wir Münzen, wenn wir alle drei, wenn wir alle vier zusammen gestampft haben. Das könnte sein. Nein, keine Münzen. In der DS-Version gab's das. Meine ich doch, oder? Und irre ich mich da auch? Hm. Skandalös. Müssen wir halt vier Münzen sammeln. 30 haben wir ja schon zusammen. Die anderen kriegen wir auch noch zusammen. Ein bisschen suchen werde ich wahrscheinlich müssen. Manchen Stellen. Eine rote Münze. Wir müssen jetzt hier nicht jedes Bob-Omb töten, um die Münzen zu kriegen. Dann den einen oder anderen Gegner können wir schon gerne ausschalten. Ja, das mit der Kamerasteuerung, das habe ich noch nicht ganz begriffen. Das müssen wir erstmal noch kapieren. Und Koopa, wie erledige ich den denn? Irgendwie gibt es doch eine Möglichkeit, dem auf den Deckel zu springen, oder? Aufs Dach zu steigen. Ich meine zu wissen, dass der mir eine, dass der mir eine blaue Münze gibt. Die ist doch Zähne wert, oder? Irre ich mich da. Ach komm, lass was bleiben. Mit Yoshi ist das ganz leicht erledigt. Mit Yoshi haben wir hier gerade nicht zum Spielen. Falls wir den überhaupt hier zum Spielen kriegen. Falls er zum Spielen dazu kommt. Bei der DS-Version ist er gleich am Anfang mit dabei. Da fangen wir mit Yoshi an und dürfen erst später mit Mario spielen. Ja. Was ist denn hier los? Meine Fresse. Stell mich aber auch an. Jetzt bin ich hier gleich gestorben. Das gibt's doch nicht. Mama Mia! Ja, Mama Mia, da sagst du was. Da sagst du was, Mario. Vielen Dank, Münzen haben wir gekriegt. Jetzt hier mal nochmal ordentlich. Jetzt mal hier ganz in Ruhe. Also können wir die Gegner auch boxen. Ja, komm, jetzt hier mal ein bisschen in Ruhe, aber auch mal schnell machen, dass ich jetzt hier nicht wieder stundenlang in dem Level drin hänge. Ich wollte eigentlich jetzt mal weiter schon. Kratz, kratz, Gesicht, kratz. Ja, nervös. Wenn es wirklich nervös ist, dann kratzt er sich an Bart und Gesicht und Nase. So sieht's aus. Und was eine Angewohnheit. Yeah.
So. Na komm hier. 13 Münzen. Die rote Münze holen wir noch. Die zählt für 2, wie es aussieht. Aha, eine rote Münze zählt für 2, das ist sehr gut. Die Münzen heilen auch wieder, deshalb ist das gut, wenn wir Münzen sammeln. Oh Mann, was habe ich jetzt veranstaltet? Bin ich noch gar nicht untergefallen. Oh hey. Schnell weg hier, bevor wir von den Bob-Oms noch in die Luft gesprengt werden. Ja, die Münzen lassen da mal liegen. Die schenkt. So. Da müssen wir natürlich die roten Münzen nochmal sammeln. Und die doppelt bringen. Und für 2 zählen. Die Pfeiler dort einstampfen, das können wir jetzt getrost lassen. Ich meine, dass das nicht mehr so viel bringt. Da müssen wir uns mal hoch schießen lassen. Dort oben auf den Wolkeninseln, da gibt es die meisten Münzen. Da können wir sie uns abholen. Ja, das ist jetzt hier das erste Level. Die erste Map. Es wird noch Levels geben, in denen es weitaus mehr Münzen zu holen gibt. In denen auch das 100 Münzen sammeln um einiges leichter ist. Es wird auch Maps geben, wo es schwerer ist. Und ja, das ist jetzt hier noch nicht. Das ist ja erst die Vorgeschichte. Gumba. Sind noch irgendwo Münzen? Nee. Die Pfeiler können wir drin lassen. Das bringt nichts. Da hinten haben wir noch ein Münzfeld. Hier hole ich mir natürlich die Münzen. Das Level ab gerne auch. 6 Leben. Ich greife hier auch mal nach der roten Münze und lass mal das Tor zu. Die eine Münze lass liegen. Vielleicht werde ich es irgendwann bereuen. Das ist da oben auf dem Berg, da gibt es doch einige Münzen. Gut, das dauert hier ein bisschen, wenn wir da hochklettern und sonst so. Und hier, das können wir noch zerstören, den Block dort. Das bringt bestimmt auch wieder einiges. Was? Nein, gar nichts. Skandalös. So, hier nicht rein, sondern hier mal den Weg nutzen. Da habe ich auch einige Münzen. Warum der Bob-Omb da nichts gegen uns tut, das ist auch eine Frage. Der sieht uns, der könnte uns angreifen. Also hier mal auf die Insel. Gehen wir ein paar Münzen einsammeln. Sehr gut. Hier einmal die rote Münze. Ja, den Stern brauchen wir nicht. Wir wollen es mal schießen lassen und hier mal ein paar Münzen sammeln. Die Hälfte haben wir schon. Sehr schön. Das bringt ja relativ wenig. Gegner besiegen wäre noch eine Möglichkeit, die man machen könnte. Bringt immer eine Münze. Ist auch ziemlich mühselig. So kommt man auch nie zu den 100. Ich versuche mal hier noch Orte zu finden, wo es Münzen gibt. Sieht aber so aus, als hätten wir hier alles abgegrast. Dann müssen wir uns mit den Gegnern abgeben. Bleib hier stehen. Münze. Mit der einzelnen Münze nachhin. Na komm, 100 Münzenjagd. Das
Zeug dran. Oh wei. Okay, die hat ihre Münze schon abgegeben. Zum Glück geben wir keine Münzen ab, sobald wir getroffen werden. Das wäre ein bisschen... Das wäre schlimm. Da kriegen wir das ja nie voll, wenn wir von einer Kugel getroffen werden. Und 10 Münzen abgeben. Ja. Okay, hier sind wir eigentlich schon ziemlich am Ende. Keine Münzen mehr für Zwergi. Wir haben noch die König. Also wir nach unten. Uns mal auf die Insel schießen lassen. Versuchen wir das mal mit den Münzringen. Versuchen wir die Münzringe aufzubauen, die Münzringe aufzubrauchen. Da ist so einiges an Münzen dort oben in der Luft. Und warum nicht? Müssen wir uns ein bisschen hin und her schießen, aber ja. Oh, knapp daneben. Fast vorbei. Also hier mal auf die obere Münze schießen. Das hat ja viel gebracht. Ich weiß nicht, was kann man hier noch sonst noch machen? Was kann man im Level noch so? Den Klotz kann man schleppen. Das bringt auch nicht viel. Oh, 3 Münzen. Die nehme ich herzlich gerne. Münze. 70 haben wir schon. Okay, das kriegen wir doch irgendwie. Der Kettenhund, der bringt noch ein bisschen Münzen. Ich kann mal gegen den mal kämpfen. Ich habe doch hier schon besiegt. Oder nicht? Und dich habe ich noch nicht besiegt. Ja. Ich meine, oh ja, hier kann man sich teleportieren. Wollte ich gerade sagen. Kann ich doch hier von den Feldern. Ein kleiner Geheimtipp. Na, Geheimtipp ist es nicht mehr, aber ja. Verdammt, weil ich nicht das erste Mal von der Bombe treffen lassen. Wir sollten das hier nicht riskieren. Kettenhund ist ein bisschen gefährlich. Sollten wir vielleicht lassen. Können wir den Koopa finden und den mal alle machen. Vielleicht bringt der ja mal ein bisschen Münzen. Wenn wir den finden. Ansonsten muss ich tatsächlich oben auf den Wolken ausprobieren. Die Gegner werden auch nicht mehr viel bringen. Einzelne Münzen halt, die wir noch nicht besiegt haben. Da fehlt glaube ich noch irgendwo eine rote Münze, die können wir noch einsammeln. 72 haben wir jetzt. Jetzt wird es langsam ein Suchspiel. Es gibt in den Kursen immer mehr als 100 Münzen. Das ist nicht das Ding, das kann man hinkriegen. Na komm. Ach, du hast deine Münze schon abgegeben. Ja. Schaut so aus, als müssten wir uns durch die Wolken schießen lassen. Dann müssen wir ein paar Mal hier hoch und runter. Nicht auf die Weise. Dann müssen wir uns ein paar Mal schießen lassen. So sieht's aus. Die Gummas haben wir, glaube ich, alle besiegt. Und die haben wir auch schon alle besiegt. Und dann müsste auch keine Münze mehr geben. Da waren wir eigentlich eben. Ich habe keine Münze gehört. Die machen ja dann immer noch einen Münz-Sound. Tja.
Geh so durch die Lüfte mit uns. Haben wir 30 Münzen oben? Das glaube ich ja fast nicht. Und das muss ja noch möglich sein, durch irgendwas im Boden einstampfen und so weiter. Wir haben es ausprobiert. Das mit dem Boden einstampfen ging nicht so wirklich. Na komm. Das ging wohl doch hin. 2 Münzen. Na, sehr gut. Und jetzt habe ich mir den Stern geholt. Ach du Schreck. Na gut, dann muss ich das vielleicht. Bestleistung. Ja gut, dann muss ich das wohl offscreen mal machen, das mit den Münzen. Wir machen jetzt einfach mal weiter. War schon so weit. Ja, das hat jetzt keine Hoffnung, dass wir das jetzt noch weitermachen. Gehen wir mal in den nächsten Kurs.